Lieben und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Heute gibt es einen ganz einfachen, ganz schnellen, aber richtig leckeren Grill-Dip. So mediterran angehaucht mit wenigen Zutaten. Jetzt einfach perfekt, wenn man bei dem schönen Wetter eben einen schönen Grillabend verbringen möchte und vielleicht ein paar Gäste hat und was selber Gemachtes anbieten möchte. Geht wie gesagt richtig, richtig einfach. Wir brauchen heute für ungefähr 10 Portionen folgende Zutaten. Ihr findet die ganzen Infos zum Rezept unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und nachlesen oder euch einen Screenshot machen, ausdrucken und dann habt ihr es immer griffbereit. Ja, und falls euch das Rezept gefällt, würde ich mich sehr über ein Däumchen freuen. Abo nicht vergessen, ist kostenlos und die Glocke aktivieren, ganz, ganz wichtig, dass ihr immer die neuesten Videos mitbekommt. So, und jetzt erzähle ich euch ganz schnell, was wir alles für diesen leckeren Dip brauchen. Zum einen getrocknete Tomaten in Öl, dann etwas frischen Basilikum, frische Petersilie, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, Frischkäse, Tomatenmark, Salz, Pfeffer und Zucker. Und dann haben wir es auch schon. Und ihr werdet sehen, er geht wirklich mega, mega schnell. Wir geben jetzt als allererstes 6 getrocknete Tomaten in Öl eingelegt, die ich aber gut abtropfen habe lassen, in den Mixtopf. So, ich verteile sie gleichmäßig ums Messer, damit das Ganze auch gut zerkleinert werden kann. Wenn das nämlich alles nur auf einer Seite so als Klumpen liegt, dann kann das Messer das nicht so schön greifen bzw. nicht so schön zerkleinern. Also achtet da drauf. Dann kommen von 4 Stängeln Basilikum die Blättchen abgezupft dazu. Ich habe da immer so ein kleines Töpfchen zu Hause. Und ja, da kann ich mir dann immer die Blättchen schön frisch abzupfen. Dann von 3 Stängeln Petersilie auch die Blättchen einfach abgezupft oder abgeschnitten. Dann kommt eine Zwiebel, geschält und halbiert dazu. Und noch eine Knoblauchzehe. Falls ihr ein bisschen mehr Wumms haben wollt, könnt ihr auch 2 Knoblauchzehen dazugeben. Also ganz nach Geschmack und Vorliebe. Und jetzt wird das Ganze erstmal zerkleinert. 3 Sekunden auf der Stufe 8. So, das Ganze ist schön klein. Schaut mal, so sieht es aus. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Jetzt einmal alles, was hier am Rand hängt, mit dem Spatel runterschieben. Dass wieder alles am Boden ist und gut untergemischt werden kann, weil jetzt kommen noch weitere Zutaten dazu. Zum einen brauchen wir jetzt 300 Gramm Frischkäse, also ganz Natur, keine Kräuter dabei. Ihr könnt natürlich auch Kräuterfrischkäse nehmen. Ich habe hier Philadelphia genommen und den gebe ich dazu. Habe ich mir vorher schon abgewogen. Dann 30 Gramm Tomatenmark. Ein 1/4 Teelöffel Zucker, also ganz wenig ist es. Ein 1/2 Teelöffel Salz. Müssen wir aber nachher eh noch ein bisschen abschmecken. Und 1/4 Teelöffel Pfeffer. Mache ich wie immer mit meiner Pfeffermühle einfach so Pi mal Daumen. Und wie gesagt, das wird jetzt dann noch abgeschmeckt. So, und jetzt nochmal alles schön vermischen. Und zwar 10 Sekunden auf der Stufe 2. So, und jetzt nur noch den Dip abschmecken. Ich zeige ihn euch aber noch, wie er aussieht. So schaut er aus. Ich werde ihn abschmecken. Lecker. Aber ihr wisst, was jetzt kommt. Mir fehlt noch Salz. Also schmeckt es bitte nach eurem Geschmack ab. Oh, der Knoblauch kommt sehr schön raus. Und die Kräuter, Basilikum und Petersilie, mega, mega lecker. Ich mache das jetzt einfach so, dass ich jetzt das Ganze noch mal ganz kurz mit meinem Spatel einfach unterrühre. Kann ich nämlich auch noch gleich alles, was hier hochgespritzt ist, einfangen und mit unterrühren. Und wenn ihr den dann noch ein bisschen im Kühlschrank durchziehen lasst, einfach perfekt.
und geht wirklich mega einfach. Habt ihr selber gesehen. So, ich werde noch mal ganz kurz abchecken. Ja. Das bisschen Salz hat es jetzt gebraucht. Wirklich. Oh, könnte ich mich gerade reinlegen. Der ist mega lecker. Probiert ihn wirklich aus, Leute. So, so köstlich. Wenn der jetzt noch richtig durchgezogen ist, Bombe. Ja, ich werde ihn mir jetzt noch ganz schnell in eine schöne Schüssel umfüllen. Und hier habt ihr dann den mega leckeren und richtig einfachen Grill-Dip. Einfach nur der Hammer. Wie gesagt, im Kühlschrank noch ein bisschen durchziehen lassen. Und es ist wirklich der Hit. Geht so schnell, so einfach. Habt ihr selber gesehen. Ja, meine Lieben, ich hoffe sehr, euch hat das Rezept gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen da, wie schon gesagt. Und abonniert auf jeden Fall den Kanal. Es ist völlig kostenlos. Und ganz, ganz wichtig, wie gesagt, die Glocke aktivieren. Sonst bekommt ihr nicht mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja, und dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Vielleicht habt ihr ja noch einen anderen Wunsch, wenn ich euch einen Dip abdrehen soll oder irgendein anderes Rezept. Schreibt es mir auch gerne und ich schaue, was ich machen kann. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr Lust auf weitere leckere Rezepte bekommen habt, schaut auch sehr gerne einmal hier drüben vorbei. Hier könnt ihr mich abonnieren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!